Wir kennen, also meine Frau und ich, wir kennen Annika schon seit über 25 Jahren. Wir haben sie praktisch aufwachsen sehen. Wir sind mit Familie Zauche sehr eng befreundet. Wir haben das eigentlich alles hautnah miterlebt und wir finden, dass man Annika unterstützen sollte, weil sie in Kanada eben vollkommen mittellos ist und dort auch keine Chance hat, ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen und immense Kosten auf Annika und ihre Familie zukommen, die sie so einfach nicht bestreiten können. Ja, also eine langfristige Unterstützung ist einfach notwendig, weil das Verfahren sich auch endlos lange hinzieht. Für unsere Gefühle, für unser Gespür ist es sowieso viel zu lange. Aber wir haben ja die Hoffnung, dass es bald entschieden wird, dass es für die Kinder besser wird. Aber weil wir nicht wissen, wie lange es dauern kann, darum müssen wir Annika ermöglichen, so lange wie möglich vor Ort zu sein, für ihr Recht einzutreten und für die Kinder auch da zu sein. Und ich glaube, das ist auch ihr einzigster und ihr größter Wunsch. Und dem steht alles andere zurück. Passend haben Sie es nicht zufällig? Nee. Sie ist mit ihrem Mann nach Kanada gegangen, ist ein Kanadier, ne? Jetzt haben sie hier gelebt. Die wollten entscheiden, wo ist es besser für die Familie zu leben hinterher. Die Entscheidung ist nie gefallen und sie war dann mit den Kindern hier zu Besuch bei den Großeltern. In der Zwischenzeit hat ihr Mann bei Gericht behauptet, sie hätte die Kinder entführt. Und das Sorgerecht ist dem Mann zugesprochen worden und sie muss jetzt nach einem ganz engen Zeitregime von 10 bis 16 Uhr oder so, kann sie sehen, jedes zweite Wochenende nicht. Und muss jetzt durchhalten, dort, bis das Gericht mal endgültig entscheidet. Also das ist so in der Schwebe. Da sie Deutsche ist, hat sie keine Arbeitserlaubnis. Also muss sie erst diese Arbeitsgenehmigung kriegen. Ja. Muss aber gleichzeitig vom Gericht nachweisen, dass es die Kinder bei ihr genauso gut hätten wie bei ihm. Ja? Ohne Arbeit. Deswegen sammeln wir jetzt einfach Geld, damit sie durchhält, bis mal ein Gericht entscheidet. Das können Sie hier reinstocken. Dann können Sie sich, wenn Sie es möchten, was aussuchen. Das Geld, das wir hier sammeln und das auch in den vergangenen Monaten und Wochen schon gesammelt wurde, geht auf ein Konto des Frauenzentrums. Und das Frauenzentrum hat die Entscheidungsgewalt über die Verwendung der Mittel. Das heißt, es fließt nicht unmittelbar der Annika oder der Familie zu, obwohl die das nicht wirklich nötig brauchen würden, sondern es ist auf dem Konto des Frauenzentrums zu dessen Verfügung und die Frau Clavon, die Chefin des Frauenzentrums, entscheidet dann, ob dieses Geld und zu welchem Zweck weitergegeben wird an Annika oder an die Familie. Möchten Sie etwas spenden? Ist das richtig? Ja. Weil ich die Familie Zauche ziemlich gut kenne und der Herr Zauche als Chef vom Tierheim für mich auch schon einige Male oder mir zur Seite stand und deswegen ist es mir jetzt auf jeden Fall ein leichtes für ihn auch, da zu sein und zu spenden und zu tun, was in meiner Macht steht, um zu helfen. Die Kinder, wenn man sagen, von der Mutter wegnehmen, ist das Schlimmste, wenn alles in Ordnung ist. Und das finde ich in Ordnung, wenn man sagen, dass dann viele dazugehen. Ich habe der ganzen Angelegenheit am Anfang auch sehr kritisch gegenüber gestanden. Man kann hier ja schlecht ohne nähere Kenntnis sagen, was Recht ist und was Unrecht ist. Aber nachdem ich mittlerweile erfahren habe und nachdem ich mich ernsthaft und etwas vertieft mit der ganzen Geschichte befasst habe, war eigentlich klar für mich, dass wer Augen hat zu sehen und wer ein Herz hat zu fühlen, der erkennt auch, was hier Recht und was Unrecht ist. Kinderchen, oh, will mal schnell schauen, ich habe nämlich gerade in meinem großen Sack auch noch einen Geldschein entdeckt. Schau mal, für unsere Gute. Tust du das mit dabei, ja? Für mich ein Weihnachtsmann. Kinderchen, schön euch alle zu sehen. Ich drück euch die Daumen, dass das Gelingen doch wahrlich stattfindet.
selber eine Mutter von zwei Kindern und wenn ich mir vorstelle, dass mir sowas passieren würde, dann ist es einfach nur grausam, sich da reinzudenken. Deswegen denke ich, dass aus reiner Menschlichkeit, egal was dort eventuell schiefgelaufen sein mag oder nicht, aus reiner Menschlichkeit einfach geholfen werden muss, weil man ja selber auch nicht weiß, ob man nicht selber mal Pech hat und auf andere Leute Hilfe angewiesen ist. Deswegen sage ich, ja, da mache ich mit und es muss ja wohl irgendeinen Weg geben, dieser Frau wieder zu ihrem Recht zu verhelfen. Also wenn Sie von dieser Geschichte gehört haben, vielleicht Annika sogar persönlich kennen oder Ihre Eltern oder vielleicht auch nur Mitleid haben, dann fassen Sie sich ein Herz und spenden Sie, denn alles, was Annika braucht, ist Geld. Ohne Geld leider kein Recht in Kanada. Deswegen tun Sie ein gutes Werk und tun Sie es bald.